Hallo und herzlich willkommen zu der neuesten Filmbesprechung hier beim Telestammtisch. Wir beginnen zunächst mit einem Singlecast von Schlogger zum Film Britt Marie war hier. Diesen Film hat sie direkt bei mir angefragt und ich gehe davon aus, dass sie da also wusste, auf was sich einlässt. Sie hat da richtig Bock drauf gehabt und wir sind gezielt vorgegangen, um da hier jetzt noch diesen Film vor dem Kinostart vorab für euch besichtigen zu können. Also sie wollte das unbedingt ganz doll machen und ich meine, da werde ich ja wohl meinen Redakteurinnen hier jetzt nicht im Weg stehen. Und ja, wenn ihr mal Bock habt mitzumachen bei uns und ihr wollt unbedingt Filme besprechen, unbedingt vorab sehen, was ja auch irgendwie ein gewisses Privileg ist irgendwie auch, meldet euch mal. Ihr könnt gerne hier beim Telestammtisch mitmachen. Wir suchen immer neue Leute für die Redaktion und ja, haben auch Bock auf Menschen, die Bock haben, mit uns über Filme zu sprechen. Im Anschluss gibt es noch einen Singlecast, yeah, zur Dokumentation War of Art. Diese Doku hat sich die liebe Sarah angeschaut und ich habe absolut keine Ahnung, worum es geht. Ich glaube, es geht gar nicht um Kunst, sondern es geht um Nord- und Südkorea, aber hey, mit Wissen kann ich hier nicht punkten, da müsst ihr schon den Singlecast von der Sarah hören. Und zu guter Letzt gibt es noch einen Singlecast von der lieben Nina, die sich die X-Men-Serie The Gifted angeschaut hat. Da bin ich ja mal gespannt. Was hat sie zu The Gifted zu sagen? Gibt es Parallelen vielleicht zur Legion-Serie? Gibt es generell irgendwelche Verknüpfungen zu den Filmen, zu den X-Men-Filmen? Oder ist es wieder was ganz Eigenständiges? Da möchte ich echt gerne mal wissen, was Nina uns zu dieser Serie zu sagen hat. Yo, yo, yo! Viel Spaß jetzt hier also bei den drei Filmbesprechungen. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload. Generell könnt ihr uns mal einfach so schreiben. Vielleicht wollt ihr mitmachen, vielleicht wollt ihr uns bewerten. Das macht der ein oder andere inzwischen übrigens auch unter anderem bei YouTube. Da kann man ja Likes hinterlassen. Du kannst uns auf iTunes irgendwelche krassen Bewertungen hinterlassen. Auf podcast.de und hast du nicht gesehen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten und ich würde mich freuen, in irgendeiner Form von euch zu hören. Nun also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallihallo, hier ist Johanna Baumann und ich bespreche heute den Film Britt Marie war hier. Der wird am 13. Juni in Deutschland erscheinen, ist 1,5 Minuten lang, vom Regisseur Tuva Dovotny, ist ein dänischer Film. Im Original Britt Marie war hier, oh Gott, also bitte hoffentlich hören keine Dänen zu. Und es ist so eine Feel-Good-Komödie, Dramödie und es geht ein bisschen um Fußball. Das Ganze basiert auf dem Buch von Fredrik Backmann. Das Buch war der zweite Teil zum Buch Oma lässt grüßen und sagt, es tut ihr leid. Warum jetzt das Buch hier zuerst verfilmt wurde, weiß ich nicht und habe ich auch noch nicht rausgefunden. Aber da werde ich ein bisschen gleich drüber nachdenken, nachdem es erstmal um den Film geht. Also in dem Film geht es um Britt Marie. Britt Marie ist 63 Jahre alt, hat nach 40 Jahren Ehe, in der sie immer sehr ordentlich, sehr viel putzt. Sie ist Hausfrau, sie verlässt das Haus fast nicht, ist sehr organisiert, hat immer eine To-Do-Liste, die auch sehr dominant ist im Film. Und nach 40 Jahren Ehe findet sie heraus, tada, ihr Mann war ihr wohl nicht ganz treu. Das ist der Anfang des Films. Was passiert? Sie beschließt, sich auf jeden Fall eine Arbeit zu suchen und woanders sozusagen dem Leben eine Chance zu geben, würde ich so formulieren. Britt Marie ist durch diese 40 Jahre zu Hause, in der sie sehr organisiert alles ordentlich gehalten hat, eine eher nicht lebensfreudige Person. Also sie ist sehr streng, sie ist eine Meckerziege, wie sie im Buch oft genannt wird, und vielleicht nicht die sympathischste Person. Sie sucht also Arbeit und findet dann in diesem kleinen Dörfchen Borg eine Anstellung als Fußballtrainerin und Jugendzentrumbeauftragte sozusagen. Sie kommt da an, findet dieses kleine, wirklich kleine Dorf vor, diese 10-jährige Fußballmannschaft. Sie hat übrigens überhaupt keine Ahnung von Fußball, außer dass sie weiß, dass ihr nun nicht ganz geliebter Mann Manchester United-Fan war und viel Fußball geguckt hat. Mehr weiß sie nicht über Fußball und das ist eigentlich die Ausgangssituation. So viel zu der Geschichte des Films. Wie gesagt, dieser Film basiert auf dem Buch von Fredrik Backmann. Ich habe das Buch gelesen, ich habe auch den Vorgänger gelesen, Oma lässt grüßen und sagt, es tut ihr leid. Ein Buch, was ich wirklich liebe. Das ist ein, wenn man mit dem Stil von Fredrik Backmann, weil er viel mit Wiederholungen arbeitet und recht einfach schreibt, wenn man mit dem klarkommt, es ist eine wunderbare Märchen-Kindergeschichte. Und in der kommt eben auch diese Britt Marie vor, die auch da schon diese Meckerziege ist, die eben mit ihrem Mann auch in diesem Haus wohnt.
was am Anfang des Films Britt Marie passiert, also dass sie herausfindet, dass ihr Mann sie betrügt, ist das Ende von Oma lässt grüßen und sagt, es tut ihr leid, beziehungsweise das Ende von vielen Enden, weil es wohnen viele Personen in dem Haus, um dem es in dem Buch geht. Deswegen hoffe ich, dass trotzdem das andere Buch noch verfilmt wird. Aber naja, keine Ahnung. Deswegen hat mich dieser Film sehr interessiert. Leider ist der Film ein bisschen seicht geworden. Also er erzählt schon alles, was das Buch auch sagen wollte, an der Oberfläche angekratzt. Ich bin übrigens ein Fan von Buchverfilmung. Also es gibt auch gute Buchverfilmung. Aber dieser Film, den kann man gucken. Man kann mitfühlen. Nicht sehr tief mitfühlen, aber man kann ein bisschen mitfühlen. Dann hat man den Film gesehen, fühlt sich gut und dann ist der Film auch wieder vorbei. Also ist nichts Besonderes, aber ist auf jeden Fall ein süßer Film, den man mal gucken kann. Nur wie gesagt, ein bisschen seicht. Was auch auffällt, ist die Musik, die durch welches Instrument das auch immer ist, es ist ein Ziehharmonika, sehr an die Musik von Fabelhafte Welt der Amelie erinnert, was eben auch noch dieses Locker-Flockige rüberbringt. Es ist ein bisschen schade, dass dieser tiefe Charakter von Britt Marie nicht so rüberkommt. Man findet sie eigentlich blöd, weil sie so streng und fies ist teilweise, aber sie tut einem auch wahnsinnig leid, weil sie eben auch so viel durchgemacht hat. In dem Film versuchen sie ein bisschen die Geschehnisse vom ersten Buch mit aufzugreifen, in ein paar Rückblicken. Auch diese Rückblicke, weiß ich nicht, wie arg die funktionieren. Ich kannte die Geschichte ja nun mal, aber sie wirken ein bisschen willkürlich eingestreut. Also ich bin normalerweise auch Fan von, wenn man es schafft, nicht alle Filme 2 Stunden lang zu machen, sondern 1,5 Stunden zu schaffen. Aber da hat es mir irgendwie, hätte es auch ein bisschen mehr irgendwie getan. Was man auch sagen muss, Friedrich Backmann hat übrigens auch das Buch Ein Mann namens Ove geschrieben, der auch verfilmt wurde, der mir auch, also Buch fand ich toll und die Verfilmung fand ich auch sehr gut. Also es funktioniert auf jeden Fall, dessen Bücher zu verfilmen. Britt Marie ist so ähnlich wie Ove, ist ein älterer, meckernder Mann, der viel zu verbergen hat und eine lange Geschichte mit sich herumträgt. Generell kann ich die 2 Bücher empfehlen, natürlich das erste Buch mehr. Und den Film, es schadet auf jeden Fall nicht, den Film zu gucken. Okay, das ist jetzt nicht sehr, sehr sympathisch ausgedrückt. Also es ist auf jeden Fall ein süßer Film, den man sich angucken kann. Man muss ihn nicht gesehen haben, aber er funktioniert in sich gut, bringt wie gesagt die Geschichte rüber, die er erzählen möchte. Und ist handwerklich auf jeden Fall gut gemacht. Ich habe den übrigens im Original mit Untertiteln gesehen. Das Dänische ist vom Wortsingsang dem Deutschen relativ ähnlich, obwohl ich es natürlich niemals verstanden hätte ohne die Untertitel. Aber dadurch war das auch nochmal ganz interessant, so die Charaktere im Original sprechen zu hören. Kleiner Fun-Fact Richtung Ende. Britt Marie wird gespielt von der Schauspielerin Pernilla August, die anscheinend recht bekannt ist. Ich musste das nachgucken. Und woher kannte ich sie? Und zwar spielt sie Schmie, die Mutter von Anakin Skywalker in Episode 1 und Episode 2. Boah, also richtig eine kleine Berühmtheit in diesem Film versteckt. Ich tue der Frau bestimmt jetzt auch überhaupt keine, wahrscheinlich ist sie viel bekannter, als ich es jetzt weiß. Deswegen tut es mir leid. Tut mir leid, liebe Pernille. Aber du hast auf jeden Fall sehr gut gespielt. Und andere, was ich so in meiner Recherche gelesen habe, andere Schauspieler aus dem Film sind anscheinend auch relativ bekannt. Deswegen wollte der Film wahrscheinlich ein bisschen mehr erreichen, als er es tut. Dennoch, der Film funktioniert, ist ein bisschen seicht, ist nichts Besonderes. Er ist wie so eine Kugel Vanilleeis im Sommer, ist lecker, aber am Ende hätte man gern dann doch Stracciatella oder irgendwie eine besondere neue Sorte probiert. Deswegen gebe ich 3 von 5 Sternen. Hoffe, dass Oma lässt grüßen und sagt, es tut ihr leid, auch noch trotzdem verfilmt wird. Deswegen hoffe ich, dass der Film vielleicht doch ein bisschen erfolgreich wird, also Britt Marie. Und freue mich aufs nächste Mal. Hallo, hier ist die Sarah. Und ich stelle euch jetzt die Dokumentation War of Art vor. In der Dokumentation geht es um eine Gruppe internationaler Künstler, die auf einer Art Exkursion nach Nordkorea sind. Das Ziel dieser Exkursion ist der kulturelle Austausch zwischen den Künstlern in der Kunstszene und auch zwischen 2 extrem verschiedenen Systemen. Politik und Kunst sind zentrale Themen in der Dokumentation.
Am Anfang war mir nicht ganz klar, ob die ganze Dokumentation ironisch gemeint ist, aber es wurde recht schnell klar, dass es wirklich ein ernsthafter Versuch von Völkerverständigung quasi war und sein soll. Und ja, ein Versuch voneinander zu lernen und einen Dialog zu finden. Das ging so vonstatten, dass quasi eine bunt gemischte Truppe internationaler Künstler nach Nordkorea reiste und dort verschiedenste Arten von Workshops mit den dortigen Künstlern hatte. Unter den Künstlern sind beispielsweise ein Soundartist, ein Künstler, der mit zermalmten Knochen arbeitet und mit seinem eigenen Blut unterschreibt, und sowie auch ein Fotograf. Im Verlauf der Exkursion will jeder Künstler ein eigenes Projekt erschaffen, welches dort vor Ort frei entsteht. Es gibt immer wieder Besprechungen mit dem Gruppenführer sowie auch mit dem nordkoreanischen Ansprechpartner. Mit dem Ziel, dass quasi Probepräsentationen gemacht werden für die endgültige Präsentation am Ende, wo jeder Künstler sein Werk dem koreanischen Oberboss quasi präsentieren möchte oder wird. Eine der zentralen Fragen ist natürlich, was ist Kunst? Und da merkt man, das Kunstverständnis geht sehr weit auseinander. In Nordkorea gibt es wirklich ein einheitliches Verständnis. Und zwar, Kunst ist immer eine Abbildung der Wirklichkeit und sie grenzt an Perfektion, beziehungsweise Kunst ist perfekt. Ja, im Rest der Welt hat sich das ja sehr verändert. Also da ist ja eigentlich alles möglich und man findet eine Vielzahl an Künstlern und künstlerischen Vorstellungen und auch eben an der Definition von Kunst, die sich ja auch permanent wandelt. Und das ist eben ein sehr großer Kontrast. Das merkt man im Laufe des Films, wenn einfach auch mit dortigen Künstlern gesprochen wird und sie auch einfach Kopien machen. Also sie zeichnen auch nicht aus dem Kopf oder ihre eigenen Ideen, sondern teilweise zeichnen sie auch von Fotos ab. Und der ganze Zweck der Kunst ist dort eigentlich im Prinzip, den Führer zu verherrlichen und die Gesellschaft zu verherrlichen, so wie sie dort ist. Und das ist eigentlich so der Hauptexistenzgrund der Kunst dort im öffentlichen Raum. Ja, ein weiterer Punkt ist auf jeden Fall, dass man einen sehr guten Einblick in die nordkoreanische Gesellschaft bekommt, was ich auch sehr interessant fand. Es wird immer wieder erwähnt, wie glücklich die Menschen dort sind oder auch wirken, was auch stimmt, soweit man das halt von außen beurteilen kann. Aber zum anderen gibt es eben auch einen sehr engen Rahmen, in dem man sich dort bewegen darf. Und sobald man ein bisschen davon abweicht, funktioniert das Ganze nicht mehr so gut. Das merken auch die Künstler immer wieder, die mit dem dortigen Ansprechpartner eben ja, Abmachungen haben. Und sie werden wirklich sehr, sehr ja, an der kurzen Leine gehalten. Das führt dann auch immer im Laufe der Zeit zu Konflikten, weil einfach auch Sachen, die abgemacht waren, nicht funktionieren und Präsentationen nicht gemacht werden dürfen im Laufe der Zeit. Es soll zu einem klärenden Gespräch kommen, das wird dann aber einfach ein Abend in der Karaoke-Bar mit viel Essen und lauter Musik und im Prinzip wird nichts geklärt, was auch wieder sehr gegen, ich sag mal, unsere Vorstellungen von einer guten Zusammenarbeit widerspricht. Ja, das Thema künstlerischer Anspruch und Authentizität versus Anpassung und gesellschaftliche Normen sind auf jeden Fall auch sehr stark in dem Film. Einer der Künstler macht ein Foto von dem Rücken einer nordkoreanischen Schröpfkopftherapie. Quasi, da hat man ja dann am Rücken so richtig schöne, fette, blaue Flecken.
Und es passt halt ganz gut insgesamt zu seinem künstlerischen Kontext. Und aus irgendeinem Grund möchten die Koreaner nicht, dass dieses Bild dort gezeigt wird in seiner Abschlusspräsentation. Und das ist halt ein krasser Fall von Zensur, was es so, ja, was auch wieder zu tiefen, ja, Konflikten führt, weil es steht eigentlich dann die gesamte Abschlusspräsentation auf dem Spiel, weil es einfach dem künstlerischen, ja, der Authentizität entgegensteht, dass einfach jemand sagt, hey, das Bild darfst du nicht zeigen. Wir denken, das ist keine Kunst. Ja, man merkt, der ganze Film ist von Krisen geprägt und von Erwartungen, die zwar eh schon sehr niedrig sind von den Künstlern, die dorthin reisen, aber die trotzdem teilweise enttäuscht werden, weil es einfach so schwierig ist, so quasi sein Ding zu machen. Und selbst in dieser kurzen Zeit wird es eben schon klar, dass es wirklich aufgrund der verschiedenen politischen Systeme komplett verschiedene Ansichten gibt. Und auch immer wieder eben dieses Thema, was ist eigentlich Kunst, was macht ihr eigentlich? Die Künstler werden auch nicht ernst genommen. Also es ist wirklich Unverständnis, was sich auch nicht wirklich bessert. Die Abschlusspräsentation am Ende findet zwar dann statt und wird auch relativ gut quasi bewertet. Sie bekommen Applaus und werden gelobt für alles, aber hinter den Kulissen gab es halt schon einige Drama-Scenes. Trotzdem hat mir der Film insgesamt gefallen, weil es einfach gute Einblicke gibt. Also wer sich für Kunst generell interessiert und politische Systeme und auch für alle anderen Menschen, kann ich eigentlich diesen Film empfehlen, weil er auch zum Nachdenken anregt. Und auch, ja, dieses Ding so, wir leben in einem System, was für uns einfach normal ist, aber es gibt auch Menschen, die komplett anders aufgewachsen sind und die halt auch ein ganz anderes Weltbild haben und halt das für normal halten. Und ja, dass wir auch einfach so eine krasse Freiheit haben. Ein Thema war auch noch Konsum und Sexualität, was dort auch noch komplett anders ist. Es war auch interessant, der chinesische Fotograf, hat ein Gespräch mit dem Nordkoreaner. Und ja, da kam irgendwie auch so ein bisschen raus, wie die Nordkoreaner quasi pur sind, zumindest nach außen hin. Und da laufen zum Beispiel auch 18-jährige Jungs Händchen halten auf der Straße rum, weil sie Freunde sind, nicht weil sie schwul sind. Das gibt es dort nämlich nicht. Ja, ist ein spannender Film und schaut ihn euch einfach an. Ich hoffe, euch hat diese Beschreibung ein bisschen gefallen und ein bisschen Hilfestellung gegeben, ob es sich für euch lohnt, den Film anzuschauen oder nicht. Und ja, schönen Tag noch. Bis dann. Moinsen, Nina Lechthoff hier. Heute stelle ich euch eine ziemlich coole Serie vor, die leider viel zu früh abgesetzt wurde. Die erste Staffel von The Gifted ist im Mai auf DVD und Blu-ray erschienen und umfasst 13 Folgen à 42 Minuten. Die Sci-Fi-Serie hatte im Oktober 2017 schon ihr Debüt auf Fox. Knapp ein halbes Jahr später lief sie hier in Deutschland auf dem Pay-TV-Sender Fox. Im Free-TV kann man The Gifted auf Six gucken. Dort findet man auch alle Folgen der Serie The Gifted in der Mediathek. Die Serie spielt im X-Men-Universum, aber allzu stark hängt The Gifted nicht mit den Filmen der X-Men-Reihe zusammen. Zwar spielen Figuren mit, die in den Filmen vorkommen, wie zum Beispiel Blink, die am Anfang von X-Men Zukunft ist Vergangenheit zu sehen ist. Das ist diejenige mit den grünen Augen, die Portale erschaffen kann. Aber mit den Geschehnissen von den X-Men-Filmen hat die Serie nicht viel gemein. Trotzdem steht The Gifted mit beiden Beinen fest im X-Men-Universum. Denn die X-Men und weitere bekannte Organisationen oder Gruppierungen werden durchgängig erwähnt. Einer der Hauptdarsteller bei The Gifted ist Stephen Moyer. Den kennt man aus der Vampirserie True Blood. Dort hat er die Hauptrolle Bill Compton gespielt. Jamie Chung, die Blink alias Clarice spielt, kenne ich auch schon, vor allem als Mulan in Once Upon a Time. Aber die meisten der Schauspieler waren für mich frische Gesichter. Die kreativen Köpfe hinter The Gifted sind unter anderem der Showrunner und Entwickler Matt Nix und der Regisseur Len Wiseman. Matt Nix hat unter anderem bei den Serien Burn Notice und The Good Guys mitgewirkt. Len Wiseman hat das Drehbuch für Underworld geschrieben und sowohl bei diesem als auch beim Sequel Regie geführt. Auch Bryan Singer hatte bei der Serie seine Finger mit im Spiel.
So viel zu hinter den Kulissen. Jetzt geht's los mit der Handlung. Mutanten sind nicht erwünscht. In großen Teilen der USA werden Mutanten diskriminiert. Vielerorts werden sie sogar gejagt. Sowohl von der Gesellschaft als auch von der Regierung. In dieser Welt wachsen Andy und Lawrence Strucker auf. Ihr Vater Reed ist Staatsanwalt und auf Fälle spezialisiert, in denen Mutanten ihre Fähigkeiten missbraucht haben. Obwohl Missbrauch hier sehr weit gefasst wird. Denn viele Mutanten werden ausgegrenzt und von ihren Familien verstoßen, deswegen werden viele von ihnen kriminell. Als bei einer Highschool-Feier Andy von Schlägertypen drangsaliert wird, manifestieren sich seine Mutantenkräfte. Seine Schwester Lauren schafft es, ihn zu beruhigen und unbeschadet aus der Situation herauszuholen, denn auch sie hat das Ex-Gen. Als sie zu Hause ankommen, wird ihnen aber klar, dass sie ab jetzt nicht mehr in Sicherheit sind, denn die Regierungsorganisation Sentinel Services ist hinter ihnen her. Zusammen mit ihrer Mutter Kate können sie den Sentinel Services entkommen. Ihr Vater Reed lässt seine Kontakte ins Büro der Staatsanwaltschaft spielen, um den Kontakt mit einer Untergrundgruppe von Mutanten aufzunehmen. Diese sollen der Familie helfen, aus den USA Richtung Mexiko zu fliehen. Doch kann diese Gruppe dem Mann trauen, der viele Mutanten schon hinter Gitter gebracht hat? The Gifted ist eine sehr, sehr coole Serie, vor allem für Fans des X-Men-Universums. Aber ganz klar vorweg, sie erreicht weder die visuelle Meisterklasse von Legion, noch kann sie mit den Marvel-Netflix-Serien mithalten, was Figurenentwicklung oder Storytelling angeht. Zwar ist die Welt von The Gifted komplex, es geht viel um Ausgrenzung, Diskriminierung und Kriminalisierung von Randgruppen, dennoch sind die Geschichten und die Figuren ziemlich einfach gestrickt. Die Konflikte sind etwas vorhersehbar, wie zum Beispiel, als Clarice keine Portale mehr heraufbeschwören kann, pflanzt der Dreamer falsche Erinnerungen ein, damit sie Mutanten in Gefahr retten kann. Dass das passieren würde, war schon sehr früh klar, lange bevor es dazu kam, und der daraus resultierende Streit ist auch sehr vorhersehbar abgelaufen. Auch bei den Figuren fehlt es hier und da ein bisschen an Tiefe. Zwar wird immer wieder angedeutet, dass beide Seiten, die Mutanten und die normalen Menschen, gute und schlechte Leute haben. Der leitende Ermittler der Sentinel Services etwa ist so erbarmungslos geworden, seitdem seine Tochter bei einer Mutantendemo gestorben ist. Das 7-jährige Kind ist durch eine Energieexplosion gestorben, als die Demo außer Kontrolle geriet. Gleichzeitig sind bei dieser Demo auch viele Mutanten ums Leben gekommen, unter anderem auch Freunde von Lorna, aka Polaris, die seitdem immer mehr zu einer Schwarz-Weiß-Denkweise tendiert. Aber es gibt auch nur böse Figuren, deren Beweggründe gar nicht gezeigt werden, vor allem unter den Normalos. Es gibt den öligen Politiker, der seinen Wahlkampf auf Mutantenhass basiert, oder den Wissenschaftler, der an Mutanten experimentiert. Die Serie ist, wie ich anfangs gesagt habe, weder visuell so großartig wie Legion oder so komplex wie manch eine Marvel-Netflix-Serie. Sie ist vielmehr für ein Publikum gemacht, das die ganzen DC-Serien von CW wie Arrow oder Supergirl mag, zu denen ich auch gehöre. Die Episodenstruktur ist sehr an das TV-Format gebunden, wie zum Beispiel durch Cliffhanger, wo die Färbepausen eingeplant sind. Auch die Ästhetik der Serie passt sehr zum Hauptausspielmedium. Die Schnitte und Kameraführungen sind nicht allzu spannend. Es wird beispielsweise versucht, dadurch Spannung oder Dynamik zu erzeugen, dass sich die Kamera bei Dialogen so hin und her bewegt, als wären die Figuren auf einer drehenden Plattform platziert. Auch das CGI ist von okay bis hin zu ziemlich mies. Trotzdem hatte ich unglaublich viel Spaß dabei, The Gifted zu gucken. Wie gesagt, ich bin ein ziemlicher Fan des Arrowverse, also der DC-Serien vom Sender CW. Nach ein paar Folgen sind mir die Mutanten richtig ans Herz gewachsen und obwohl manche Handlungsstränge vorhersehbar waren, haben sie alle Spaß gemacht und waren interessant genug, um mich zu catchen. Was aber noch cooler war, waren die ganzen Easter Eggs und Rückbezüge zum X-Men bzw. zum Marvel-Universum allgemein. Zum Beispiel ist der Handy-Klingelton einer der Mutanten der Intro-Song aus der Zeichentrickserie X-Men aus den 90ern. Und auch viele Namen und Organisationen aus den X-Men-Comics werden in der Serie genannt und spielen oft eine große Rolle, wie zum Beispiel Trask, Sentinels, die X-Men selber oder die Bruderschaft der Mutanten. Ohne viel zu spoilern, will ich euch nur kurz auf den Namen der Familie aufmerksam machen, die eine sehr große Rolle in The Gifted spielt. Strucker. Na, klingelt da irgendwas? Aber wirklich am meisten habe ich mich so gegen Ende der Staffel gefreut. Da ist nämlich ein Schild zu sehen an einem der Mutanten-Zufluchtsorte, das den Namen Jake Kirby zeigt. Fand ich richtig cool. Und um alle Zweifel auszuradieren, dass The Gifted im X-Men bzw. Marvel-Universum spielt, bekommt Stan the Man Lee einen Cameo-Auftritt. Wie gesagt, The Gifted ist nichts wirklich Neues. Die Handlungen und die Figuren sind nicht sonderlich originell. Mir hat die Serie aber trotzdem sehr viel Spaß bereitet. Deswegen gibt es von mir 4 von 5 Sternen. Ich kann sie den Fans der DC-Serien wie Arrow oder Supergirl sehr ans Herz legen.
Aber auch X-Men-Fans können bestimmt mit der Serie was anfangen. Wer aber eine Serie à la Legion erwartet, wird bitter enttäuscht werden. Auch wenn die Serie jetzt schon nach 2 Staffeln abgesetzt wurde, würde ich die Serie weiterempfehlen. Vielleicht kann man ja auch hoffen, dass sie eventuell jetzt, wo die Übernahme von Fox durch Disney vollzogen wurde, im Disney-Streaming-Dienst Disney Plus hoffentlich ein neues Zuhause finden wird. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.